Willkommen heute auch zu einer Folge von meinem anderen aktiven Klicker, den ich regelmäßig spiele, Crusaders of the Lost Isles. Genau, den ich regelmäßig laufen lasse, weil so viel aktiv muss ich ja da nicht machen. Meine Crusader sind da ganz gut auf dem Weg, das auch ohne mich hinzubekommen. Und ja, warum heute mal wieder eine Folge? Es haben sich verschiedene Änderungen ergeben. Das eine war, dass neue Tiers freigeschaltet wurden, die Level, also neue Objectives freigeschaltet wurden. Es gibt neue Tiers für die Talente. Und letztlich, ja, auch so mal ein bisschen darüber sprechen, was sind denn jetzt eigentlich die Perspektiven? Vor allen Dingen, da ja jetzt auch noch das neue Spiel rausgekommen ist mit Idle Champions of the Forgotten Realms. Da ist dann die Frage, spielt man wirklich mehrere solche Spiele parallel, die eigentlich so nach einem ähnlichen Muster sind und ständig weiterlaufen und ja mit Erweiterungen versehen werden? Weil aktuell läuft auch wieder ein Event, wo es zwei neue Crusader gab, das auch im, ja, jetzt habe ich wieder ein Epic Recipient bekommen. Wo es wieder zwei weitere Crusader hier gegeben hat. Und aktuell, so wie ich auch die Folge benennen werde, Club 400, weil natürlich geht es darum, für die besonderen Missionen, die für für das Upgrade von einem Gear, da braucht man ja inzwischen Crusader, die mindestens 400 Erfahrungspunkte haben und Erfahrungspunkte gibt es ja jetzt nur noch über Missionen. Und hier seht ihr zumindest zwei von denen, die jetzt aktuell noch nicht im Club 400 sind, die halt hier nach vorne gestellt wurden. Die anderen stecken hier aktuell noch, die sind noch ja, fast 5 Stunden auf Mission. Also mein Agent 78, glaube ich, heißt sie. Mal gucken, mal bei den Crusadern vorbeischauen. Hier, genau, Agent 79, sie ist der letzte Slot Crusader, den ich direkt über Objectives freigeschaltet habe. Aktuell gibt es da keine weiteren. Also das war hier über diese Mission konnte sie freigeschaltet werden für den 24. Slot. Das heißt, neben den 20 Slots, die ja regulär da sind, gibt es ja hier über die bestimmten Objectives noch 4 weitere Slots, wo einfach dann 4 zusätzliche Crusader freigeschaltet, also insgesamt 8, aber 4, die dann auch für die Boni und so weiter wirksam werden. Und ja, sie ist also noch übrig, neben den Event-Crusadern, die vor kurzem dazu gekommen sind. Und aktuell hier sind zwei. Ich glaube, er und er ist der neue. Nee, ich glaube, er ist schon so weit aufgelevelt, sondern die anderen beiden sind die neuen Event-Crusader. Da kann ich hier auch nochmal gucken. Genau, also der Bock und der Drachen sind die Event-Crusader, die es hier im aktuellen Event Sasha Schoolhouse Scourge neu gab. Die anderen sind ja schon älter, die habe ich ja schon lange. Also sie verwende ich ziemlich regelmäßig, ihn eigentlich nie. Den verwende ich vor allem auf Missionen, wenn ich ein Kleeblatt brauche. Ich glaube, er hat ein Kleeblatt. Müsste ich mal nachgucken, dass er das normalerweise ist. Mal hier war er. Genau, er ist der mit dem Kleeblatt. Er ist ein Leprechaun und deswegen kann ich ihn da immer ganz sinnvoll nutzen. So, ansonsten hier gibt es jetzt im Moment nicht viel zu tun. Das sind jetzt die Free-to-Play-Missionen und da kann ich euch dann auch gleich den Effekt eines neuen Talentes noch zeigen. Und zwar dadurch, dass es Free-to-Play-Missionen sind. Ihr seht schon, die erste Info steht hier bereits. Und zwar, ich habe einen zusätzlichen Bonus über die Spielzeit, und zwar 265,5% Time-Bonus, der jetzt da aktuell erlaubt wird. Klar, die Level-Boni, die gab es vorher auch schon, das ist schon in den Tier 3 gewesen, aber der Time-Bonus ist einer der Level 4, also Talente. Und ein anderes Talent dabei ist dann noch ein Speed-Rush. Ah, jetzt hat er den Hintergrund nicht ausgegraut, was mich ja jetzt auch nicht so sehr stört, aber ist okay. So, also es gibt erstmal wieder 12.000 Idols dazu. Das ist im Verhältnis, also ich hatte ja, ich glaube bei der letzten Folge, da war es ja noch darum, dass es irgendwie darum ging, so, naja, nach 1,5 Millionen irgendwie für alle, um alle Talente zu maximieren, zusammenzubekommen. So, nachdem ich da ordentlich versucht habe, dran zu arbeiten, haben sie mir jetzt sozusagen den Strich durch die Rechnung gemacht.
Hier seht ihr auch, dass eben mit dem Tier 4 der Talente auch hier noch eine Objective-Stufe dazugekommen ist, wo ich hier auch schon, die sind soweit vollständig, die auch, ich glaube bei dem hier, da fehlt mir noch eins, nee, die sind auch komplett. Da gibt es noch keine Tier 4, da gibt es bisher nur Tier 3. Und ja, das nächste wäre jetzt halt hier noch die ganzen Objectives zu verwenden. Leider gibt es eigentlich keine Errungenschaften dafür, weil sobald alle Objectives mindestens einmal durchlaufen sind, sind die Errungenschaften, die in Steam abgebildet werden, zumindest komplett. Das heißt, da sieht man dann nicht mehr, ob irgendwelche Fortschritte erreicht wurden oder nicht. Aber gut, im Spiel selber gibt es noch ein paar Sachen, die kann ich euch jetzt gleich zeigen, wenn ich dann meine Crusader wieder auf den Weg geschickt habe, um dann letztlich hier selber vorwärts zu laufen und vorzustürmen, weil da geht es jetzt natürlich darum, dass sie möglichst schnell Speed aufnehmen. Und da ist nämlich das Schöne, eines dieser Level beschleunigt zumindest das Vorwärtskommen für die Free-to-Play-Mission. Also nicht für die normalen Objectives, da ist es weiterhin, dass man jeden Level einzeln durchlaufen muss. Aber bei Free-to-Play ist es nicht notwendig. Und im Moment habe ich jetzt noch etwas über 2 Tage Zeit, hier noch 5, also dann wahrscheinlich mindestens 15.000 auszugeben. 2.500 habe ich ja pro Free-to-Play, weil ich will die jetzt eigentlich nicht ausgeben, weil so eine Kiste ist einfach viel zu teuer. Wenn ich das im Shop angucke, ich glaube 11.000, sondern wenn, dann versuche ich mein Glück und versuche über die Free-to-Play-Mission einfach noch ein paar Goldboxen zu bekommen. Mal sehen, ob das klappt. So, die Mission, das mache ich gleich, das fülle ich gleich noch aus. Jetzt geht es erstmal darum, euch zu zeigen, was denn dieses eine neue Talent zumindest anstellen kann. Allerdings braucht ihr mindestens 2 Speedrushes aktiv, weil 51% Beschleunigung reicht auf jeden Fall nicht aus, dass ihr das Talent wirklich nutzen könnt und dass ihr dann schnell genug weiterkommt. So, was genau meine ich? Das zeige ich euch jetzt. So, hier seht ihr jetzt Sprint Mode. Und zwar aktuell bringt der mich bis Area 200. Aber ihr seht, wie knapp das war, bis der Boss fällt, dass es tatsächlich gelingt, hier einfach jetzt Level für Level durchzuraschen und von Bosskampf zu Bosskampf zu gehen. Und ein Geheimnis. Weil es ist im Moment so, es ist ja jetzt aufgehoben worden, die Bildschirmgröße ist nicht mehr beschränkt. Und das heißt, wenn ich jetzt hier das rüberziehe, also hier sieht es jetzt nicht so schön aus, weil der Screen noch nicht da ist, aber ihr seht sozusagen hier das kleine Geheimnis, wo die tatsächlich aufpoppen. Und das Schöne ist, ich kriege zwar jetzt hier leider die beiden Dinger nicht weg, weil das eine ist der Wochenendbonus, das andere ist die Mission, aber ich kann die bereits hier klicken. Meine Crusader können das nicht und es klappt auch nicht hundertprozentig, aber in diesem Bereich, sobald das Monster auftaucht, kann man die bereits anklicken. Und das ist vor allen Dingen spannend für ein Objectives, also wie gesagt, es ist ein bisschen schwierig, die zu treffen, weil die Klicks funktionieren nicht generell, sondern nur, wenn man sie einigermaßen gut erwischt und dann kann man sie, bevor sie hier vorne in den Bereich kommen, wo sie tatsächlich klickbar werden oder halt im Endeffekt auch durch meine Crusader angegriffen werden können, kann man sie vorher schon dort erwischen. Und besonders geholfen hat mir das bei dem... Wo ist das? Das war so ein In-Time-Geschichte. Das war auch ein Level 4, wo ich innerhalb einer Stunde, genau hier, get me out of here. Das heißt, hier muss inzwischen Level 150 erreicht werden, innerhalb von 70 Minuten. Und das hat hier auf jeden Fall gut geklappt, das zu nutzen. Einfach hier die Crusader frühzeitig, also beziehungsweise die Monster, die spawnen, bereits hier anzuklicken und damit natürlich, ja, genau. Da war das Ding zum Glück nicht aktiv. Dürfte auch wahrscheinlich morgen auslaufen. Genau, morgen Abend ist das Ding dann wieder weg. Und dann hat man hier ein bisschen mehr Möglichkeiten, das Zeug anzuklicken. Also außerhalb von Events und so weiter, wenn diese beiden weg sind, außerhalb des Bonuswochenendes und des Event, dann klappt das auf jeden Fall noch besser. Und dann kann man das ganz gut dazu nutzen, um eben diesen Zeitbonus zu machen. Und was jetzt auch praktisch ist, natürlich, wenn ich das jetzt so aufgezogen habe, bis dahin, wo auf jeden Fall, also es ist auch so, dass hier die Möglichkeit besteht, dass das
dass dieser Hintergrund auch hier drüben noch angehängt ist. Ab und zu passiert das. Aber so sieht es eigentlich ganz nett aus. Und jetzt hätte ich zumindest auch eine einigermaßen Auflösung, die so dem Breitbild entspricht. Das heißt, dann ist es nicht mehr so verzerrt, wie wenn ich es halt generell so halte, wie es eigentlich ist, weil dadurch sind die halt ein bisschen zermatscht und so sind sie ein bisschen passender. Und ihr seht auch, wo sich dann die Crusader tatsächlich anstellen und wenn sie aus dem Bildschirm rauslaufen, dass sie halt dort bis zu dieser Grenze laufen. So, was hat sich sonst noch geändert? Also ich habe ja schon davon erzählt, die neuen Talente, die Millionen Idols benötigen. Also hier oben, die kennt ihr ja bis Tier 3 und jetzt hier die neuen Tier 4. Das eine ist, dass Spawn Cards, dass die Cards mit den Spawn Times, dass sie halt schneller erscheinen, auch ein bisschen länger halten. Das nächste ist ein Click Damage, dass da nochmal ein Bonus drauf kommt. Dann ist das Spannende, mal gucken, kann ich hier schon die Ability aktivieren? Ich glaube noch nicht. Das ist ja so, jetzt sind sie beide aktiv, also hier wieder den Bonus. Und entweder habe ich gerade nicht erwischt oder er hat es gleich resettet. Also im Moment sind meine Wahrscheinlichkeiten, dass das Ding sich gleich wieder auflädt, noch ziemlich gering, weil ich habe das jetzt noch nicht hochgelevelt. Ich habe bloß einmal eingeschaltet mit 10%. Und ich glaube bis 50%, also man hat dann die Chance von 50-50, dass sich dieser Cooldown sofort resettet. Das ist an manchen Stellen ganz nett und hilfreich. Mal sehen, wie das für die Bosskämpfe dann aussieht, weil man dann mit dem, zum Beispiel mit der Lupe plus dann Firestorm, und wenn man Firestorm dann gleich zweimal hintereinander nutzen kann, ohne dass man eben zum Beispiel über die Uhr oder so weiter gehen muss, dann könnte man da auch nochmal einiges pushen. Aber diese Talente sind natürlich exorbitant teuer. Also ihr seht schon hier zum Beispiel der Sprint-Mode, der kostet jetzt im nächsten Schritt 400.000 Idols. Deswegen, also die Idol-Anzahl, die benötigt wird, es waren vorher irgendwie 1,5 Millionen, die sind jetzt mal locker auf 15, 45 Millionen. Muss ich mal kurz in meinem Excel nachschauen, wo das, wo zumindest drin steht, wie viele Idols ich noch benötige, um tatsächlich alle bestehenden Talente auf Maximum zu bringen. Also die Aussage ist, ich benötige jetzt noch 150 Millionen Idols, bevor alles hier in Max ist. Und aktuell habe ich nämlich jetzt inzwischen 1,8, wobei das steht auch hier dann direkt. Ja, jetzt habe ich inzwischen 1,9 zur Verfügung, aber 1,8 knapp habe ich schon ausgegeben, die halt schon auf die Talente verteilt sind. Im Moment bin ich, weil ich auch noch so keine genaue Idee, was ich am sinnvollsten mit denen anstelle. Natürlich level ich immer wieder hier das Maximallevel hoch, einfach um mit denen höher zu kommen. Auf der anderen Seite bringt es aber auch nicht so viel, weil es ewig dauert. Und dann ist natürlich auch das wieder sinnvoll, zu sagen, okay, ich will hier noch ein paar mehr Boni haben, immer 2,5% mehr pro 2 Stunden. Das heißt, dann ist das wieder ein deutlicher Bonus. Eben, also ich gehe mal noch die restlichen Talente durch. Also hier sind nochmal die DPS. Wenn ich Idle mache, dass die DPS der Crusader höher ist. Dann hier nochmal Bonus, wenn ich mehr Legendary Items habe. Davon habe ich inzwischen auch eine ganze Menge. Ich weiß gar nicht, ob hier der Gesamtbonus, müsste ich mal hier nochmal gucken. Idle Increase, Reset, Clicktrastrophe. Nee, das wird hier zumindest so nicht angezeigt. Genau, hier ist noch so ein Reset-Bremse. Das heißt, ich muss eigentlich eine halbe Stunde warten, um meine erreichten Idols tatsächlich komplett zu bekommen. Ansonsten wird es minimiert, was eben auch dann mit den Talenten und der Beschleunigung hier zu tun hat. So, das hatte ich jetzt euch vorhin schon gezeigt im Sprint-Mode, dass ich ziemlich schnell jetzt Level 200 erreicht habe. Und natürlich hier eben das Superiority-Training. Das heißt, nach 6000, was ja hier eigentlich der Fall war, dass man von 5000 bis 6000 hochgekommen ist, geht es hier nochmal 2000 Level höher, also dann statt 6000 ist dann das Maximallevel irgendwann 8000. Und hier sind eben die Tier 4 Objectives freigeschaltet worden, soweit die halt schon da waren.
Ansonsten von den anderen sind halt nur noch hier ein paar, die ich aufmaxen muss, um dann das zu vervollständigen. Was ich wahrscheinlich auch nach und nach machen werde. Also immer so im Wechsel hier unten ein bisschen und dann, wenn ich mal eben Lust habe, mal wieder hier ein, zwei Level hochzugehen. Weil es sammelt sich normalerweise für ein Reset. Wenn ich einmal am Tag resette, habe ich locker zwischen 10.000 und 15.000 dann an Idols, die ich dazu bekomme. Das heißt, es sammelt sich relativ schnell. Das Einzige, worauf ich achten muss, dass ich oft genug hier meine Level hochsetze, damit die halt nicht hängen bleiben. Ja, das ist eigentlich das Einzige. So, ansonsten hat sich an der Oberfläche noch ein bisschen was getan. Gut, da hat sich jetzt nichts geändert, sondern das hier ist halt noch ein bisschen aufgeräumt worden. Die Achievements sind jetzt ein bisschen übersichtlicher. Das heißt, ich kann mir entweder alle anschauen, ich kann die auch in Details anschauen oder halt nur so als Icons. Und dann kann ich mir hier ziemlich schnell anschauen, okay, worum geht's noch. Gut, das sind jetzt natürlich noch die Event-Sachen, die offen sind. Klar, ich habe aktuell die beiden Crusader habe ich schon bekommen. Dann kann ich hier auf die Öhren gucken. Die müssten hier ziemlich am Ende stehen. Die beiden neuen Crusader, mal gucken, wo sie die einsortiert haben. Also hier sind die beiden neuen Crusader. Und natürlich, dass ich genug von diesen Schulsachen ausgegeben haben muss. Also von diesen Äpfeln. Gut, das sind hier 16.000 und 33.000 ist jetzt die neue Objectives dafür. Gut, das war die vom letzten Mal. Und deswegen, also die jetzt noch ausstehen, ist dann hier die Fähigkeit. Das heißt, Willis Buff und Exchange Student Buff, die sollen zusammen aktiv sein und eben 200% jeweils an Bonus bringen. Muss ich mir nochmal gucken, wann die genau ausgelöst werden. Und dann sollen die natürlich alle mit Items ausgerüstet werden. So, und ansonsten die wirklich langfristigen Sachen, um die es jetzt noch geht, 100.000 Missionen. Ich bin jetzt bei 17.500 Missionen, also das ist sozusagen das absolute Grind Achievement, was hier noch ist, und das wird halt leider nicht in Steam abgebildet, deswegen sieht man das dann am Außen nicht, wie weit man da gekommen ist. Dann hier, das werde ich relativ bald, da fehlen mir jetzt nur noch 1.000 Duplicates Pieces, die halt dann recycelt werden und dann Ressourcen bringen. Und eben, also 64 habe ich bis jetzt und 100 ist hier dann der nächste. Mal gucken, ob es danach noch eins gibt, weil dann wird es langsam knapp mit den Crusadern. Ich weiß gar nicht, wie viele Crusader ich aktuell habe. Dann gucken wir mal in das neue Statistikfenster. Da müsste ja irgendwas stehen, wie viele Crusader ich habe. Mal sehen. Crusader killed? Nee, darum geht's nicht. Crusader Level Disreset? Nee, auch nicht. Lass mir doch mal irgendwo sagen, wie viele Crusader ich habe. Schade, diese Zahlen sind alle zu hoch. Mission failed, Total Crusader verletzt. Nee, aber das ist es alles nicht. Okay, dann mal gucken, bei den Missionen steht es ja zumindest noch, das ist so Pi mal Daumen. Also Pi mal Daumen habe ich 100 Crusader, das heißt 300 Legendary Items wären möglich. Das heißt, es wäre vorstellbar, dass danach noch ein weiteres weiteres Achievement kommt, dass das eventuell noch höher setzt. Aber ich denke mal nicht, weil wenn man von den 20 Grund-Crusadern ausgeht, dann wird 100 Legendary schon gar nicht möglich. Also ich brauche auf jeden Fall deutlich mehr Crusader, um überhaupt 100 zu erreichen, weil mit 20 habe ich ja gerade mal 60 Item-Slots. Das würde schon mal nicht reichen. So, die Klicks lasse ich im Moment immer so stehen, bis ich sie mal irgendwann Lust habe, dann alle drei abzuarbeiten, weil das ist der 2000er, der 1000er und dann gibt es ja noch den 500er. Und wenn die alle drei da sind, dann mache ich mir die Mühe, mal die Klicks abzuarbeiten. Ansonsten eben hier natürlich die Missionen wieder losschicken. So, jetzt mache ich erstmal die Teile wieder, dass die natürlich immer auf 100% kommen. Deswegen ist es auch teilweise, je nachdem, was die so für Kombinationen haben, ein bisschen schwierig, die schnell hochzubekommen. So, jetzt habe ich hier einen, hier habe ich zwei und da kann ich ihn bei beiden losschicken. Dann schicke ich den kleinen Kerl natürlich auf die Zweier und setze die anderen dann einfach in irgendeiner anderen Weise um. Und hier ist jetzt das Einzige, was noch Einschränkungen hat. Da muss ich dann ein bisschen gucken. Genau, da ist sie natürlich mal wieder ideal geeignet, weil sie hat sowohl den Org als auch die Heilung. Und das andere geht dann ziemlich einfach. So, ihn nehme ich nicht, weil er zum Beispiel ein Schild hat. Den Schild kann ich an anderer Stelle besser einsetzen. Und deswegen dann lieber den Panda, den Goldpanda.
So, hier habe ich nämlich zum Beispiel, eben brauche ich wieder ein Schild. Und die Schilde sind eigentlich das, was mir immer am schnellsten ausgeht, weil es doch eine ganze Reihe an Missionen gibt, die mindestens irgendwie diese Schilde benötigen. Wenn ich das hier wegmache, kommt wahrscheinlich auch nochmal wieder diese Schildmission. Mal gucken, ich glaube, das ist immer die Beschleunigung, dass sie schneller auftauchen. Okay, jetzt ist sie noch nicht da. Mal gucken, ob die später kommt. So, ansonsten hier für die Rubis brauchte ich auch noch einen Schildträger. Der mit 6 Stunden sollte das jetzt kein Problem sein. Genau, also er hat ein Schild, er hat ein Schild. Ich kann aber auch ihn nehmen, weil ich habe jetzt genug Platz, um dort irgendwelche anderen reinzusetzen. Oder, naja, er ist eigentlich noch der Beste, weil er ist auch nicht sehr aufgeskillt, was die Ausrüstung angeht. Und dann kann ich ihn damit wegschicken. Ja, und hier ist jetzt auch noch mal der 6er aufgetaucht, den ich allerdings dann recht wenig nutzen kann. Also zumindest nicht, um noch mehr Crusader eben in den Club 400 zu bekommen. Damit sie alle gut vorbereitet sind und zumindest theoretisch einsetzbar sind für die Gear-Mission. Natürlich ist da immer noch das Problem, da gehe ich gleich dann nochmal rüber in die Ausrüstung, weil für die Gear-Mission brauche ich letztlich auch möglichst alle auf Legend, also nicht Legendary, sondern die eine auf Epic, dass die natürlich die gute Ausrüstung haben, um so eine Mission auf 100% zu bringen. Inzwischen kommt es aber tatsächlich, wenn ich ein bisschen warte, manchmal sind Crusader ja unterwegs, nicht mehr vor, dass ich großartig Missionen habe, die ich nicht zu 100% erfüllen kann. Also diese Standardmission, die ist überhaupt kein Problem. Bei den blauen ist sehr selten und nur wirklich bei den Epic-Missionen kommt es doch noch regelmäßiger vor, dass ich vielleicht irgendwo unter 100%, aber meistens immer noch deutlich über 95% komme, um die Mission erfolgreich abzuschließen. So, soweit sind dann die Missionen. Dann sind alle Crusader oder beziehungsweise zumindest alle Missionen erfüllt, weil meistens bleibt doch ich deutlich unter den Möglichkeiten, was ich an Crusadern wegschicken kann. Jetzt habe ich 38, also 11 Crusader, habe ich jetzt aktuell keine Mission und mal gucken, ob da noch was kommt. Ansonsten, genau, das Letzte, was ich jetzt noch zeigen wollte, ist das Crafting. Wie es denn hier aktuell aussieht, also nicht bei allen sieht es so aus, dass tatsächlich alle Sachen inzwischen da sind. Was ich letztens überrascht festgestellt habe, ich habe tatsächlich, bis auf bei den neuen Crusadern, also die ersten beiden Slots ist ja recht einfach, da gibt es eine Mission, da werden alle 6 dann für einen Crusader gefunden. Das heißt, für die neuen Crusader, leider kann man das hier nicht so schnell sortieren, also der Exchange Student, da gibt es dann letztlich 2 Missionen und Willy de Vergoat. Das ist für die beiden dann die ersten 6 Bereiche gefüllt werden. Und ansonsten habe ich sogar tatsächlich überall schon die blauen vollständig. Das heißt, ich habe so viele blaue Rezeptmissionen erfolgreich abgeschlossen, dass ich für alle Crusader auch blau komplett machen könnte. Aber natürlich, um mir Rohstoffe zu sparen, mache ich eben das nicht, sondern mein Ziel ist es, wenn ich sie upgrade, so direkt auf, ja, direkt auf Epic Gear zu bekommen. Und das aber auch nur dann, wenn ich sie komplett, also zum einen, wenn ich sie brauche. Das heißt, wenn ich für Missionen sie brauche, dass sie wirklich mit EPG ausgerüstet sind und wenn ich natürlich möglichst alle 3 Felder dann, das heißt, dass sie tatsächlich ein Epic-Niveau erreichen und dann darüber hinaus dann noch die Sache zu schauen, wenn ich sie tatsächlich einsetze, ob ich dann eben noch ein Legendary kräfte. Im Moment habe ich wieder 2 Catalysts und ja, mal gucken, für welche ich die dann wann einsetze. Ich habe im Moment sogar 29 Epic-Material, das heißt mit den beiden Catalysts, beziehungsweise ich kann dir dann nur ein Upgrade machen, aber dann habe ich sogar genug Material, um 3 epische Ausrüstung zu erzeugen. Also hier wäre zum Beispiel Mama Kane recht ideal, weil dann könnte ich die sozusagen einmal durchkräften und alle 3 epischen Sachen erzeugen. Und im Moment ist es halt nicht notwendig, weil ich sie jetzt nicht für eine Mission brauche. Wo ich es dann auch nicht unbedingt mache, ist bei denen, die aus den Juwelenkisten versorgt werden können, weil da spekuliere ich immer noch drauf, wenn ich über die Juwelenkisten episches Gear bekommen kann, dann mache ich das normal nicht über Rezepte, außer es ist halt gerade für eine Mission sehr empfehlenswert, dass die nahe 100% oder sogar auf 100% kommt. Ja, im Shop. Ihr seht, ich kann mir aktuell fast 80 Juwelenkisten kaufen.
Mache ich aber eben auch wieder nicht, weil so der richtige Antrieb dafür ist da nicht wirklich gegeben. Und sobald ich jetzt meine Free-to-Play-Mission durchgespielt habe mit den 1500, mit den 15.000 Äpfeln da, die es da für diesen aktuellen Event gibt, dann werde ich auch die Kisten noch öffnen. Jetzt mache ich mal bloß noch die Wochenendkiste auf, weil über den Newsletter bekomme ich ja dann jeweils, wenn so ein Wochenendbuff aktiv ist, eben eine so eine Kiste geschenkt, die ich dann hier jeweils einlösen kann. Okay, und das war jetzt Natalie und Nate Gear. Das Einzige ist eben, dass es hier leider immer nicht so genau draufsteht, für wen jetzt eigentlich das Gear gewesen wäre. Aber gut. Es war eben auf jeden Fall einen von diesen fünf. Und es war zumindest nicht für die beiden neuen Crusader, weil das wäre sonst nicht duplicated gewesen. Ja, soweit eigentlich die aktuelle Rückmeldung. Einfach mal zum aktuellen Stand. Wie gesagt, eine Talentbox, die mal eben von, ich denke es waren eben 1,5 Millionen, wenn es jetzt auf 100, auf 150 Millionen mal eben das Ganze verhundertfacht hat, was ich jetzt an weiteren Idols noch sammeln muss und damit natürlich auch die Spielzeit erheblich verlängert hat. Ich bin mal gespannt, was sie tatsächlich machen, weil bisher ist es so gewesen, dass die ganze, also ich bin jetzt tatsächlich schon bald 2 Jahre dabei und dass sie im Moment die ganzen, alle 2 Wochen wie die Event oder sogar alle 3 Wochen eher, weil das Event selber läuft ja meistens selber schon 2 Wochen und dass danach dann, ob sie dann ein Tier 3 für diese Events anfangen, weil dass es 2 neue Crusader gibt, da muss ich sagen, da kann ich nur froh sein, dass ich schon sehr, sehr früh mit dabei bin, weil dadurch bleibt mir natürlich erspart, die ganzen Crusader über Missionen freischalten zu müssen, weil die waren, ich hatte glaube ich 4 Crusader, die ich noch nachträglich freischalten konnte, die ich über weitere Missionen letztlich dann aktiviert habe und die waren halt auch sehr fehleranfällig, weil die eine sehr hohe Anforderung hatten an die Crusader, was dort letztlich bewältigt werden musste, also welches Gear sie brauchten und welches Gear und wie viele EP sie haben mussten und so. Und ja, das war auch sehr unbefriedigend, weil die Missionen halt gerne schief gegangen sind. Aber so jetzt aktuell ist das Spiel recht entspannt und braucht halt einfach wenig Aufmerksamkeit, was aber eben auch die Motivation aktuell ziemlich niedrig hält, weil was soll ich eigentlich in dem Spiel machen, außer dass ich noch durchlaufe. Und so für mich so intern, also ich überlege noch, dass ich tatsächlich in nächster Zeit weiter versuchen werde, sobald das hier natürlich wieder rum ist, hier weiterhin die Objectives noch zu vervollständigen, dass ich eigentlich überall nur noch die Free-to-Play-Missionen habe, die ausstehen und dann gilt es eigentlich nur über das Free-to-Play, die Talente zu maximieren und die wenigen Errungenschaften, die noch ausstehen, irgendwie weiterzumachen. Weil leider kann ich ja nichts dazu beitragen, weil die Mission kann ich nicht beschleunigen, kann ich nichts mehr tun, kann ich nur regelmäßig online sein und zu sagen, okay, Mission erledigt, neue Missionen werden angeboten, wenn die alten erledigt wurden und dann die auf die nächste Mission schicken, aber ich kann nichts beschleunigen, ich kann nichts schneller machen und hier eigentlich ähnlich, weil die Kisten bin ich auch darauf angewiesen, dass ich die halt finde, zufällig, und dass ich sie halt irgendwann aufmache und das war's. Das Einzige, wo ich noch manuell eingreifen muss, ist dann hier, dass natürlich die Legendary Items weiter hoch zu pushen und wie gesagt, einen könnte ich jetzt aktuell machen mit dem Catalyst, danach kostet dann nächste 2, dann dauert es wieder eine Woche, bis die zurückgesetzt werden, dass ich wieder mit einem Catalyst einen Legendary machen kann. Oder ich finde natürlich in den Juwelenkisten noch einige Catalysts. Mal sehen, wie ich das in nächster Zeit weitermachen werde. Also, soweit heute mal wieder eine Folge von Crusader of the Lost Idols mit den vielen, vielen Änderungen und meinem Versuch im Endeffekt alle Crusader in den Club 400 zu bekommen, damit sie bereitstehen, auch die Gear-Upgrades noch mitzumachen, was ja dann wahrscheinlich auch bald überflüssig wird, wenn dann alle irgendwann Epic Gear haben. Und ich glaube, es ist möglich, das sozusagen auszureizen, sodass tatsächlich irgendwann alle so aussehen. Hier fehlen mir zwar noch ein paar Rezepte, was auch nicht stört,
Weil zumindest kommen nicht schneller Crusader hinzu, als ich in der Lage bin, irgendwie neue Epic-Ausrüstung zu generieren. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.